Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier beim SCB Verse Report von CAN. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und es hat sich jetzt endlich so weit bewegt, dass wir den nächsten Quartalspatch von Star Citizen in greifbarer Nähe haben. Denn wir haben jetzt vor kurzem erfahren, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen über die verschiedenen Kanäle, dass die Alpha 3.14 jetzt im PTU Wave 1 gelandet ist. Das bedeutet, das lange Warten hat jetzt zumindest für einen Großteil der Backer oder für einen Teil der Backer ein Ende. Und der Großteil der Backer kann sich darauf freuen, dass sie in nächster Zeit auch Zugang zum neuen Quartalspatch haben. Ja, und damit ist tatsächlich, auch wenn viele das vielleicht am Anfang jetzt nicht so wahrnehmen wollen, aber es ist tatsächlich ein Meilenstein für Star Citizen geschaffen worden. Und diesen Meilenstein und was es damit auf sich hat, das gucken wir uns jetzt natürlich an in unserem Hot Topic. Denn natürlich ist der Release der Alpha 3.14 im PTU Wave 1 unser Hot Topic für diese Woche. Das bedeutet, jetzt haben Subscriber und Concierge-Backer auf jeden Fall Zugang zusätzlich zu den Evocati, die weiterhin Zugang haben und auch noch einigen sonstigen ausgewählten Backern. Das können zum Beispiel Leute sein, die rein von ihrem Auftreten im Issue Council und ähnliches nicht ganz in die Evocati-Gruppe reingerutscht sind oder noch nicht hinzugefügt wurden, sondern eben jetzt mit der Wave 1 dazukommen. Und es können auch Content Creator sein zum Beispiel, die ebenfalls teilweise Zugang erhalten haben, um zum Beispiel die ersten Blicke und Einblicke in diesen neuen Patch zu zeigen. Dazu muss man auch sagen, dass der NDA damit gefallen ist. Das heißt, die Verschwiegenheitserklärung, die normalerweise bei den oder die insgesamt bei den Evocati gilt, die gilt jetzt nicht mehr und dementsprechend können jetzt auch Bilder, Videos und Streams vom neuen Update gezeigt werden. Ja. Was sind die wichtigsten Punkte? Die wichtigsten Punkte vielleicht zu Anfang, ein kleiner Disclaimer, die Cloud-Tech, die ja jetzt ganz neu ist im planetaren Umfeld, das bedeutet also von dem Weltraum jetzt den Gasplaneten Crusader selbst bildet und eben entsprechend auch viel für die Kulisse von Orison, der Landezone, tut, die ist noch nicht final und noch nicht auf dem Punkt, wo sie sie gerne hätten. Die kann zum aktuellen Punkt noch Artefakte bilden und ist an vielen Stellen eben noch nicht so ausgereift, wie sie es gerne haben. Sie werden da bis zum Live-Release noch dran arbeiten, aber auch darüber hinaus wird es noch einiges geben, was daran zu tun ist. Das bedeutet also, da muss man vielleicht noch mal ein Auge zudrücken, wenn man da hinguckt. Nichtsdestotrotz, wer schon mal reingeguckt hat, man kann schon echt unglaubliche Aussichten genießen. Was liegt im Testing-Fokus? Da sind natürlich hier in den Patch-Notes die wichtigsten Dinge drin, wie Crusader und Orison, die jetzt natürlich ganz neu ins Spiel gekommen sind. Genauso wie ganz neu jetzt auch drin ist die Constellation Tauros. Damit ist die Constellation-Serie jetzt vollständig im Spiel, wenn auch noch nicht auf Gold-Standard. Das heißt, geht bitte nicht davon aus, dass die Constellation Tauros, so wie sie jetzt kommt, der Gold-Standard für die Constellation-Serie ist. Da wird nochmal ein komplettes Rework drüber gehen, was aber dann hauptsächlich eben Interface, vielleicht die bestimmt ein oder andere Lage von Luftschleusen und ähnlichem angeht, dass es dann auch nutzbar ist für die Zukunft. Das bedeutet, das erwartet die Constellation-Serie noch. Die Tauros ist aber jetzt erstmal da und kann dementsprechend genutzt werden, um Feedback dazu zu geben. Genauso Feedback ist wichtig beim neuen Power Management, nämlich das Capacitor Gameplay, was jetzt drin ist, wo man eben die Schnellsteuerung der Energieregelung hat, die sozusagen für kleine und einsitzige Schiffe die Basis sein wird und dann von dort aus auf die Multicrew-Schiffe mit sehr viel komplexeren Steuermöglichkeiten und Ansteuermöglichkeiten umgesetzt wird. Tatsächlich ist es hier wichtig, dass ihr Feedback gebt, denn gerade so eine neue Technologie, die doch viel verändert am ganzen Gameplay, die sollte nicht unkommentiert bleiben. Wenn ihr also eine Meinung dazu habt, dann schreibt sie am besten in Spectrum rein, findet den entsprechenden Thread dort und entweder ihr könnt auch einfach nur über einen Vote unterstützen, wenn jemand eure Meinung schon zu Papier gebracht hat, beziehungsweise dort in Spectrum gestellt hat, oder ihr schreibt eben selber einen kurzen Artikel dazu, es ist sehr wichtig. Und das gleiche gilt auch für den neuen Missile Operator Mode, denn das ist auch ganz neu und trennt jetzt die, ja, sagen wir mal, Frontbewaffnung von den Raketen und Flugkörpern. Das bedeutet, hier gibt es ein komplett neues Interface und man wechselt dort auch hin. Man deaktiviert sozusagen die Bordwaffen und geht rüber zur Flugkörpersteuerung. Und das eben hat sich auf als komplett neuer Game Mode jetzt ins Spiel eingebracht. Und auch da ist es ganz wichtig, dass ihr CAG da Feedback gibt. Denn es kann, wie gesagt, sein, dass das System euch gar nicht gefällt und vielen anderen Backern vielleicht auch nicht gefällt. Und dann so wird sowas auch nochmal überarbeitet oder geändert oder, wie beim Hover-Mode, ganz abgeschafft. Also dementsprechend denkt daran, dass euer Feedback hier wirklich zählt. Dafür gibt es eben zwei Dinge. Einmal den Issue Council und einmal das Spectrum selbst für die Meinungen.
Der Issue Council ist wirklich dafür gedacht, dass ihr wirklich Bugs reportet, also Sachen, die wirklich falsch sind, wo ihr der Meinung seid, hier liegt ein Fehler vor, das muss geändert werden, das muss gefixt werden. Spectrum selbst, die Feedback-Threads sind eben, wie der Name schon sagt, für Feedback. Das heißt, da könnt ihr wirklich Meinungen reingeben. Da geht es nicht um Fehler direkt, sondern da geht es eben darum, eben zu bestimmten neuen Mechaniken, Schiffen oder auch Landezonen, was auch immer, eure Meinung selbst an die Devs weiterzugeben. Ansonsten, ganz wichtig noch, es gibt ein paar wichtige Bugs, dementsprechend auf jeden Fall, wenn ihr jetzt in der Testergruppe seid, schaut euch die Patchnotes an. Ihr könnt euch gerne den News Alert anschauen, den ich dazu aufgenommen habe. Da sind auch die wichtigsten Sachen nochmal drin. Aber wichtig ist nochmal selber lesen. Es gibt zum Beispiel den großen Bug mit der Star Map, dass man eben, wenn man in der falschen Reihenfolge Star Map öffnet und spoolt, dass dann auf einmal nur noch eine Location angezeigt wird und man nirgendwo anders mehr hinspringen kann. Und dass man das verhindern kann eben mit einem Workaround, dass man eben erst den spoolt, den Drive, dann die Star Map öffnet und so weiter und so fort. Also sowas lest euch bitte durch. Genauso, dass der Port Olisar-Marker im Quantum Travel fehlt, dass man da sozusagen nur noch nur mit Trick 17 hinkommt. Auch das ist hier wirklich, ja, ich sag mal, sehr, sehr wichtig zu wissen, damit man eben nicht zusätzliche Frustration zu einem ansonsten sowieso schon, ja, etwas unfertigen und vor allem unoptimierten PTU-Patch bekommt. Denn denkt daran, es ist ja nicht mal eine Alpha, das ist hier sozusagen wirklich nochmal die Vor-Alpha von der 3.14, die dann kommen wird. Ja, das also dazu. Wie gesagt, wir haben einen News-Alert aufgenommen, der nochmal alles soweit zusammenfasst und in nächster Zeit werden wir natürlich weiter berichten, während der Patch sich weiterentwickelt, weitere Wellen von Backern hinzugefügt werden, die dann auch Zugang haben und wir dann auch eine stabile Umgebung haben, um zum Beispiel die Aufnahmen zu drehen für unser Verse Advice, was dann kommen wird, wenn der Patch live geht, oder eben auch die First Looks zu den neuen Landezonen und natürlich auch zu der Constellation Taurus. Ja, wir sind gespannt auf euer Feedback, das heißt, eure ersten Erfahrungen und Erlebnisse könnt ihr gerne hier als Kommentar dann unter dem Video hinterlassen, denn nicht nur für uns natürlich, um mit uns darüber zu reden, sondern auch andere Leute in der Community, die vielleicht noch keinen Zugang haben, für die ist das immer interessant, wenn dann Leute daraus berichten und ihre Erfahrungen teilen, dann kann man auf jeden Fall sich schon mal einen besseren Eindruck insgesamt verschaffen. Ja, von da aus gehen wir dann rüber von unserem Hot Topic zu unserem Broadcast Report und hier haben wir mal wieder was Neues. Ja, wir haben nämlich eine Calling All Devs Folge bekommen. Und zwar diesmal wirklich eine super spannende Folge für mich, ein Format, wo ich denke, nicht nur Calling All Devs ist ganz großartig, sondern auch gerade wie die das diesmal gemacht haben, es sind gar nicht mehrere Developer, sondern es ist im Endeffekt alles in allem nur ein einziger, nämlich Richard Tyra. Und der ist, wie man so schön sagt, Core Gameplay Director und stellt uns sozusagen vor, was so die nächsten Arbeiten und wie sie es nennen, Gameplay Pillars, also Gameplay Säulen sind, die ins Spiel reinkommen werden. Allem voran und ganz als erstes das Medical Gameplay in der Alpha 3.15. Das heißt, im nächsten Quartalspatch ist vorgesehen, dass wir eben das Tier 1 Medical Gameplay bekommen. Und das dreht alles, was wir momentan haben, ziemlich auf den Kopf. Das ist eine relativ komplexe Geschichte und ich werde es euch jetzt hier versuchen, so gut wie möglich in der Kürze der Zeit zusammenzufassen. Ansonsten kann ich euch an der Stelle wirklich nur empfehlen, euch nochmal umzugucken zu den anderen Berichten, die es darüber gibt, zum Beispiel bei Star Citizen Base oder letztendlich auch bei Astro Sam und den anderen Creatoren, dass man das Ganze nochmal ganz im Detail sich anschaut oder natürlich, wenn ihr des Englischen soweit mächtig seid, am besten im Original gucken. Denn was er dort ausführt, ist sehr, sehr interessant. Zum Beispiel, was wir jetzt schon kennen, ist, dass die verschiedenen Körperteile unterschiedliche Health Pools haben. Und um jetzt nicht, ich versuche jetzt einfach mal, um nicht die ganze Zeit diese englischen Begriffe zu verwenden, versuche ich das einfach mal so zu übersetzen, dass man das versteht. Ich nenne diese Health Pools jetzt mal Trefferpunkte. Also sozusagen die jeweiligen Arm, Bein, Kopf, Torso und so weiter haben jeweils Trefferpunkte. Und alles zusammen ergibt das dann sozusagen den Global Health Pool, also die Gesamttrefferpunkte von eurem Avatar. Und wenn ein Körperteil zu stark getroffen wird oder immer wieder neu verletzt wird, natürlich verliert es Trefferpunkte. Die können relativ einfach noch mit einem MedPen wiederhergestellt werden. Aber wenn es zu oft passiert und wenn ihr das dauerhaft nicht behandeln lasst, dann entsteht dort eine Injury, sprich eine Verwundung. Also unabhängig von dem Schaden, den eben so ein Körperteil nehmen kann, kann es eben auch zu Verwundungen kommen. Und diese Verwundungen haben drei verschiedene Schweregrade. Tier 1 ist die schlimmste und sozusagen quasi
Arm halb ab oder über, mehrfach gebrochen, nicht mehr nutzbar, bis hin zu Tier 3, das ist die schwächste, das wäre dann quasi eine große Fleischwunde oder ähnliches in der Art. Die Auswirkungen, die auf diese Gliedmaßen wirken, sind dann eben sehr, sehr abhängig davon, was für eine Verwundung ihr dort drin habt. Wenn ihr eben eine Tier 1 Verwundung habt, dann ist dieses Körperteil nicht mehr nutzbar. Das bedeutet eben, der Arm kann keine Waffe mehr halten, die Beine geben nach und man kann nicht mehr, man kann nur noch liegen, man kann nicht mehr aufstehen, oder letztendlich beim Kopf ist man einfach bewusstlos oder Schlimmeres. Und die Medikamente, die ihr dann geben könnt, können diese Auswirkungen, diese Symptome temporär stabilisieren und die Folgen abmildern. Aber sie können keine Verwundungen heilen. Das bedeutet also, wenn ihr euch einen MedPen reinjagt oder später eben Multitool oder mit der entsprechenden Health Gun, also dieser, der Medical Gun, euch behandelt, dann könnt ihr sozusagen die Trefferpunkte soweit wiederherstellen und ihr könnt zwischenzeitlich dafür sorgen, dass ihr keine Effekte spürt. Aber sobald ihr wieder eine Verletzung dort kriegt, sobald wieder irgendwas passiert, flammt diese alte Verwundung wieder auf, wird im Zweifel sogar schlimmer und dann, ja, müsst ihr euch behandeln lassen. Und diese Behandlung funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt und so wie es für den Anfang gedacht ist, auch für die 3.15, nur mit einem Medical Bed. Das bedeutet also mit einem Krankenhaus oder entsprechenden medizinischen Versorgungsstation, einer Krankenstation, dort können sozusagen Verwundungen, die ihr im Körper habt, entsprechend geheilt werden. Und welches Medical Bed das kann, das ist eben abhängig davon, wie, welche Tierstufe an Verwundung ihr habt. Bedeutet also, Tier 1 kann auch nur von Tier 1 Medical Beds geheilt werden, wohingegen eben Tier 3 sozusagen auch von den Schwächsten geheilt werden kann, von den Tier 3 Betten. Also es ist wirklich davon abhängig und so. Zusätzlich wird es übrigens so sein, dass nur Tier 1 und Tier 2 Krankenbetten in der Lage sind zu respawnen, also den Respawn zu ermöglichen. Da kommen wir aber später nochmal zu, denn witzigerweise ging auch gerade, oder interessanterweise ging gerade die Patchworm Priority Question darum. Das heißt, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Wichtig ist, es gibt ja auch noch andere Hilfsmittel als den MedPen, nämlich zum Beispiel das Medical Attachment vom Multitool oder eben die eben erwähnte auch Medical Gun. Dieses Medical Attachment vom Multitool ist quasi so ein verbesserter MedPen und hat vor allem einen Scanner mit dabei. Und dieser Scanner ermöglicht euch genau festzustellen, was für eine Verwundung vorliegt. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, werden sie sich da einiges Unterschiedliches einfallen lassen. Und dann könnt ihr quasi darauf ermitteln, welches das beste Medikament ist, was dazu wirkt. Wie gesagt, nicht um die Verwundung zu heilen, sondern einfach um die Schmerzen zu stillen oder, und damit das Gliedmaße wieder nutzbar zu machen, oder eben jemanden so lange am Leben zu erhalten, dass er es schaffen kann, mit eigener Kraft dann eben ein nächstes Medical Bed, eine Medical Facility zu erreichen. Nicht? Also man kann sozusagen dann absehen an dem Scanner, okay, wenn ich ihm das und das Medikament gebe, dann hat er eine Stunde Zeit und dann können wir es in der Stunde schaffen, eben bis dorthin zu kommen und ja, dann müssen wir uns um was weiteres kümmern. Aber denkt daran, wie gesagt, Verwundungen heilen geht nicht und das geht auch nicht mit dem Medical Gun. Die hat halt den Vorteil, dass sie eine ganze Reihe von Medikamenten in dieser Medical Gun abspeichern, ja, einlagern könnt und dass ihr mit dem Scanner, der da verbaut ist, nicht nur die Verwundung feststellen könnt, sondern eben auch in der Regel schon ein passendes Medikament zur Auswahl habt, zumindest wenn ihr sie entsprechend ausgestattet habt mit euren Arzneien. Das bedeutet also, ihr könnt das eben nehmen, könnt feststellen, was für eine Verwundung ist und dann könnt ihr auswählen, welches Medikament passt am besten, könnt das verabreichen und dann ist derjenige zwischenzeitlich temporär wiederhergestellt, stabilisiert, sodass ihr dann euch darum kümmern könnt, die wirkliche Versorgung mit aufzunehmen. Ja, wie gesagt, vollständige Heilung funktioniert nur über die Medical Beds. Da ist es dann eben abhängig davon, dass ihr die richtigen Medical Beds zur Verfügung habt und dass ihr, ja, um die entsprechenden Verwundungen zu heilen. Und die ganzen Medikamente, alles was ihr selber habt, ist gerade für die 3.15 nur dafür gedacht, um jemanden so lange zu stabilisieren, um ihn eben in so ein Bett reinzupacken. Verliert man übrigens insgesamt zu viele Trefferpunkte, das heißt kumuliert von allen Körperteilen, wird man kampfunfähig. Ich habe das kampfunfähig genannt. Der offizielle Begriff dafür ist der Downed State, also ne, von down. Und das bedeutet eben, dass man handlungsunfähig ist, aber noch am Leben und im Zweifel auch noch so lange, so weit bei Bewusstsein, um Hilfe rufen zu können. Das heißt, man ist sozusagen, ja, im Schock auf dem Boden und ist gerade so noch so in der Lage, quasi den Notruf-Button auf dem Mobiglas zu drücken. Man kann also warten, bis Hilfe kommt und dieser Downstate hat, so wie ich das jetzt verstanden habe, in dieser Iteration auch noch keine Ablaufzeit. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da währenddessen die Uhr tickt und man immer schwächer wird und irgendwann wirklich stirbt. Zumindest habe ich es nicht so verstanden. Es kann auch sein, dass das so ist und ich denke mal, später wird es auch so werden. Aber am Anfang hat man jetzt auf jeden Fall Zeit zu warten und man kann sich dann jederzeit entscheiden, warte ich jetzt noch auf Rettung oder
ziehe ich die Reißleine und respawne und sterbe damit. Das bedeutet aber auch, das ist dann der zweite Teil der Sendung, dass alle Sachen, die man am Körper hat, mit dem neuen Localized Inventory, dann weg sind. Das bedeutet Rüstungsteile, Ausrüstung, Waffen, alles passé, beziehungsweise alles eben mit in dem entsprechenden Körper gefangen. Und später mit Full Persistence wird man sich das dann versuchen können wiederzuholen. Aber jetzt für den Anfang wird es vermutlich erstmal komplett weg sein. Ein kleiner Unterschied übrigens, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, geschafft habt, in einer Landezone zu verenden, also was weiß ich, durch einen Glitch oder einen Bug oder vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit später, dass ihr in einer Landezone selbst sterbt, dann wacht ihr direkt wieder, wenn ihr respawnt, in einem Krankenhaus auf und dann habt ihr eure Ausrüstung noch, weil die Leute davon ausgehen, dass quasi die Security euch gefunden hat, euch so wie ihr seid ins Krankenhaus getragen habt und dann habt ihr quasi einen Schrank und da ist euer ganzer Kram drin. Also das ist letztendlich nicht so tragisch, aber wenn das irgendwo im Verse passiert, dann ist im Zweifel ja die Sache, ich kann jetzt respawnen, ist okay, aber dann verliere ich halt den Kram, den ich alles dabei gehabt habe. Außerdem muss man vielleicht noch wissen, dass dieses Respawn dann eben später auch in die Death of a Spaceman Mechanik reingeht. Das bedeutet, später wird es nicht mehr so sein, dass man unendlich respawnen kann, sondern dass es immer ein echter Schritt ist zu respawnen. Denn erstens kann es sein, dass der Körper danach gewisse, sagen wir mal, Veränderungen erlebt hat. Das bedeutet eben, dass zum Beispiel der linke Arm, das rechte Bein oder sowas nicht mehr hundertprozentig so wiederhergestellt werden kann und der Klon quasi unvollständig ist, was bedeutet, dass dann eben dort ein künstliches Körperteil entsteht und man sozusagen gekennzeichnet ist. Und es kann eben auch sein, dass irgendwann ab einem gewissen Punkt die DNA nicht mehr so oft reproduziert werden kann, dass der Klon sozusagen noch lebensfähig wäre und dann stirbt man endgültig. Und das ist dann der Permadeath. Und damit verliert man dann diesen Charakter wirklich und muss an den Arm übertragen. All das, Zukunftsmusik, ist noch nichts für Alpha 3.15, aber darauf läuft diese Mechanik hinaus. Jetzt erst werden wir uns sozusagen daran gewöhnen müssen zu respawnen und man wird auch festlegen können in der 3.15, wo man respawnen möchte. Das heißt, abgesehen eben von bestimmten Medical Beds, die man auf Raumschiffen hat, kann man sozusagen festlegen, ich möchte bitte immer auf New Babbage, immer auf Orison oder wo auch immer dann ein Krankenhaus ist, das die Möglichkeit bietet zum Respawnen, kann man dann festlegen, hier soll bitte mein Standardpunkt sein, um zu respawnen. Und das eben, wie gesagt, für die 3.15. Von dort aus geht es dann eben weiter und Schritt für Schritt. Wir haben ja jetzt quasi die Medical Mechanik Tier 0, ne, so mit selbst Medikamente verabreichen und dann dem Happy-Go-Lucky MedPen, dann ist alles wieder gut. Oder eben natürlich auch dem Respawn in der Cutlass Red. Das wird sich eben ändern zu Tier 1 und dann ändert sich auch die gesamte Mechanik damit eben komplett. Ja, es gab noch weitere Teile in dieser Calling All Devs, ihr seht schon, warum ich so begeistert war, die waren nämlich wirklich ergiebig. Es gab noch weitere Teile und zwar ging es dann noch um das FPS-Radar, das Hacking und, wie eben schon vorhin erwähnt, um das Personal Inventory. Denn das Inventory-System wird sich wohl zusammen mit dem Medical Gameplay und eben mit der 3.15 komplett ändern. Denn wir switchen von einem Global Inventory, also einem globalen Inventar, zu einem Local Inventory, einem lokalen Inventar. Das bedeutet also, ja, der nimmervolle Beutel, den ihr normalerweise jetzt immer im Mobiglas habt, der sich auch PMA nimmt, Personal Management App, das wird verschwinden und ihr werdet nur noch das dabei haben, was ihr einpackt und mitnehmt. Und das Ganze wird eben über das Inner Thought Menü funktionieren, so ein bisschen ähnlich wie jetzt das Personal Inventory, was ihr jetzt gerade habt, um eben Sachen in die Rüstung zu packen. Genauso wird euer Rüstungs- und Ausrüstungsmanager über Drag and Drop funktionieren. Das heißt, ihr werdet sozusagen die einzelnen Rüstungsteile miteinander kombinieren können. Undersuit, die Rüstungen, Helm und Ausrüstungsgegenstände. All das packt ihr dann quasi zusammen, stellt es zusammen. Überlegt euch, was ihr euch in den Rucksack packt, was ihr euch in eure Westen und sonst wo reinpackt. Und dann geht's los. Und wenn ihr dann auf irgendeinem Mond seid und sagt, hätte ich doch XY mitgenommen, dann müsst ihr wieder zurückfliegen, weil das Ganze ist eben dann quasi in eurem Hub beziehungsweise auf der Station gestored sozusagen, wo ihr euren Respawn festgelegt habt. Und natürlich wird das Ganze dann auch so sein, dass man eben mehr die Waffenracks in den Schiffen nutzt, dass man eben auch die Inventories der Schiffe selbst nutzt, um eben Sachen in die Schiffe zu packen. Aber wenn das Schiff dann explodiert, ja, ihr habt verstanden, worum es geht. Also das bedeutet letztendlich, dass man jetzt dann sehr viel genauer damit umgehen muss, wie man mit der Ausrüstung umgeht, dass man schon den ersten Geschmack davon kriegt, wie es sein wird, ein ganzes Verse zu haben und
quer übers Verse die ganzen Kram verteilt zu haben und dass letztendlich dann auch damit das Gameplay ein bisschen herausfordernder wird, weil man eben nicht sofort einfach mal die Railgun vom Rücken nehmen kann, weil sie in irgendeinem nimmervollen Beutel steckt. Wichtig ist auch, es gibt damit dann auch noch die Veränderung, dass es nicht nur der PMA verschwindet, also das, was wir jetzt eben als Ausrüster sozusagen haben, es wird komplett ersetzt durch Drag and Drop und es kommt eine neue App dazu, die glaube ich sehr, sehr wichtig für uns alle ist, nämlich die sogenannte Asset Manager App. Das bedeutet, ihr werdet dann sehen können, wo habe ich eigentlich was. Und das ist alles, was die App kann und das ist alles, was die App verdammt gut tun muss. Denn wenn wir uns überlegen, dass wir irgendwann hunderte, wenn nicht gar tausende von Items quer übers Verse verteilt haben, dann möchte ich das bitte ordentlich filtern können und dann möchte ich ordentlich sehen, wo was ist. Das wird so schon ein logistisches Chaos und eine Meisterleistung, gerade für Orgas, sowas irgendwie unter Kontrolle zu halten. Und dafür ist natürlich so eine App ganz wichtig und auch da kommt dann die erste Iteration dazu. Ja, FPS und also FPS-Radar und Scanning ist auch nochmal ganz interessant. Wobei man da nicht so viele Worte verlieren muss, denn letztendlich wird es im FPS ein fast genau gleiches Radarbild geben wie das, was wir in den Schiffen haben. Das ist quasi die gleiche Technologie. Das bedeutet, das, was wir jetzt in der 3.14 erleben, mit dem neuen Scanning, mit den Pings, mit den Signaturen und allem, wird letztendlich aufs FPS-Level umgesetzt. Hier übrigens noch kein Release-Date, ganz klar. Das heißt, das ist jetzt nicht klar für die 3.15, sondern es kann irgendwann später kommen. Aber im Endeffekt wird es die gleiche Mechanik. Das heißt, man wird nach Signaturen pingen können. Man wird aber eben auch sich maskieren können und versuchen kann zu verstecken in verschiedenen Lauten und aus strahlungsstarken Umgebungen zum Beispiel. Und man wird auf diese Art und Weise eben ja ein ganz eigenes FPS-Radar bekommen. Es wird was ausgetauscht werden, und zwar das, was bei den Schiffen Cross-Section ist, also die optische Signatur, das wird Sound werden, also Dezibel sozusagen, bei dem FPS-Radar. Und ansonsten gibt es auch EM- und IR-Signaturen. Das Interessante wird aber, dass das FPS-Radar nur auf eines trackt, und zwar passiv scannt es nur nach Sound. Das bedeutet, EM- und IR-Signaturen seht ihr per se auf dem Radar nicht, es sei denn, ihr pinkt danach. Aber dann leuchtet ihr eben selbst wie eine Fackel und könnt auch von allen anderen entsprechend wahrgenommen werden. Das nehmen die dann sozusagen auch auf, wenn ein Ping ausgesendet wird. Also das wird auf jeden Fall ganz interessant. Was man noch sagen sollte, ist, dass es auch einen Scanning-Mode geben wird für den FPS-Modus. Das bedeutet, man kann sozusagen wie im Schiff auch umstellen und dann verändert sich der Visor und man hat die Möglichkeit eben seine Gegenüber zu scannen und entsprechende Daten abzurufen, was gerade insbesondere für Bounty Hunter, die eben feststellen wollen, ob sie zum Beispiel die richtige Person hier haben, interessanter wird und was dann wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass eben solche NPCs und so nicht mehr mit einem Marker angezeigt werden, sondern da muss man selber gucken, dass man den richtigen erwischt. Ja, und dann zum Schluss noch Hacking. Weiß ich ja, dass hier besonderes Interesse herrscht aus unserer Crew heraus, wie das aussieht. Also Hacking wird tatsächlich ein Standalone-Feature. Es wird eine eigene Standalone-Mechanik. Sie hatten lange überlegt, ob sie das in irgendeiner Weise irgendwo angliedern, aber macht gar keinen Sinn, sondern es wird komplett eben eigenständig werden und dementsprechend auch ziemlich ausgebaut. Die Tier-1-Version davon, die übrigens ab 3.15 kommen kann. Sie sagten hier nochmal dazu, dass sie nicht wissen, ob es wirklich fertig wird und sie können es noch nicht hundertprozentig sagen, im Gegensatz zum Medical Gameplay und dem Local Inventory. Aber ab 3.15 steht es theoretisch zur Debatte. Und das im Endeffekt funktioniert so, dass man weiterhin Crypto-Keys benutzt, nur die Art und Weise, wie die funktionieren, wird komplett überarbeitet. Man nimmt diese Crypto-Keys und steckt die sozusagen in den Maintenance-Access von solchen Terminals oder was auch immer man dann hacken möchte. Ja? Es ist sozusagen so, da wo sich normalerweise so ein System-Admin mit einem Dongle anschließen würde und in entsprechenden Override, tut man das mit einem illegalen und versucht den sozusagen dann auf das System und die Sicherheits, Software des Systems einzustellen. Und das ist dann das eigentliche Hacking. Dafür haben sie gesagt, ist es lore-mäßig so erklärt, dass es sozusagen Leute gegeben hat, die eine Visualisierung von den Codes sozusagen geschrieben haben, was die ganze Sache eben für Leute, die jetzt keine reinen Code-Hacker sind, überhaupt erst spielbar und letztendlich erlebbar macht. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt oder dürfen uns jetzt nicht darauf einstellen, dass man wirklich hier ein echtes Hacking-Code-Interface hat, sondern man hat eben ein 3D-Minigame, was dann in den Visor projiziert wird. Die ersten frühen Bilder hat man davon ja schon gesehen, wo man im Endeffekt eine Art
Maze hat auf eine Art Irrgarten, der dann entsprechend so hin und her verschoben wird mit verschiedenen Codebrocken, die zusammengesetzt werden müssen, dass man dann eben Zugang erhält und dass man sozusagen reinkommt. Da gibt es sehr unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, meinten sie. Es gibt Sachen, die sind sehr einfach. Es gibt aber auch Sachen, die staffeln sich eben dann und da werden mehrere von diesen Vaults, von diesen Mazes übereinander gelegt, sodass man sich wirklich eben eine Weile durchhacken muss und die anderen Spieler dann eben aufpassen müssen, dass in der Zwischenzeit nichts passiert. Und es gibt auch welche, die sind dann teilweise zeitbegrenzt, wo man eine bestimmte Zeit hat, das eben zu erfüllen. Es wird also eine ganz eigene Spielmechanik geben damit. Und ich bin mir relativ sicher, dass ein richtiger Hacker da sitzt und sagt, aha, ja, ist eine nette Idee, hat mit echtem Hacking nichts zu tun. Glaube ich auch, weil es geht ja darum, dass die Leute das Spiel im Spiel erlebbar haben. Und für mich ist es eigentlich da am interessantesten, dass es wirklich eine Herausforderung ist und dass es eben nicht ist, dass man im Endeffekt Pac-Man spielt. So, das fände ich doof, so Map, oh, Gespenst, sondern dass man eben guckt, dass da wirklich noch ein bisschen Tiefe dahinter ist. Aber wenn ich mir anschaue, was Cloud Imperium sonst so an Mechaniken rausgegeben hat und ich mir auch denke, dass der ein oder andere da durchaus ein Shadowrun-Spieler ist und vielleicht Lust hat, da eine richtig coole Mechanik hinzubauen, da bin ich dann erstmal ganz zuversichtlich. So wird es auf jeden Fall laufen und das waren die wichtigsten Updates aus Calling All Devs. Ich weiß, es ist ein relativ langes Ding gewesen, aber es war halt auch wirklich richtig inhaltsvoll und deshalb freue ich mich immer, wenn diese Formate dann bei uns landen. Von hier aus gehen wir aber jetzt rüber und zwar zu unseren Community News. Da kann ich euch nämlich erzählen, dass es hier eine neue Verse Night geben wird mit Astro Sam und Mitch von Heiden. Das Ganze wird am nächsten Dienstag, das heißt dem 13. Juli 2021, ab 20.30 Uhr stattfinden. Und zu Gast diesmal werden sein Kendorak und Knarks vom Podcast Kendorak und Knarks Geschwafel. Ich persönlich kenne die noch nicht, deshalb werde ich auch einschalten und mir mal anhören, was das für Content Creator sind. Und wie gesagt, ich bin aber auch insgesamt jemand, der nicht so viel Podcast hört. Darum werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und freue mich, dass die beiden wieder eine neue Sendung machen. Es lohnt sich immer sehr. Es ist ein sehr angenehmer, sehr faktenreicher Talk, der dann immer schön von Mitch als DJ mit Musik, zum Teil auch eigener Musik, untermalt und unterschnitten wird. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Die haben eine ganze Reihe spannender Themen und in unserer Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu deren Website. Da könnt ihr dann auch nochmal gucken, ob sie zum Beispiel bis dahin noch ein paar zusätzliche Themen auch angekündigt haben. Und natürlich findet ihr auch die Verlinkung zum entsprechenden YouTube-Kanal. Außerdem, und das kommt aus einer ähnlichen Riege dort, gibt es einen ersten neuen Bar Citizen, der angekündigt ist. Und ich finde, das ist einfach eine so schöne Nachricht, dass ich sie auf jeden Fall mit übernehmen wollte in den SCB-Verse Report. Also, Citizens aus NRW, aufgepasst. Am Freitag, den 16.07., das ist genau in einer Woche, nachdem ich diesen Report hier aufgenommen habe, ab 18 Uhr findet in der Essener Dampfe, was wohl ein sehr schönes, uriges Restaurant sein soll, ein Bar Citizen statt, und zwar organisiert von Mitch von Heiden und der Gox, auch ein Star Citizen Content Creator. Und wenn ihr Zeit habt und Lust habt, nach wahrscheinlich langer Zeit einfach mal wieder locker zusammenzusitzen und ein paar Citizens zu treffen und sich ein bisschen über die Entwicklung auszutauschen, dann meldet euch am besten an, damit sie wissen, wie viele Leute ungefähr zu erwarten sind. Das könnt ihr entweder bei Mitch von Heiden machen, den erreicht ihr zum Beispiel gut über den eigenen Word First Night Disco, Disco, irgendwie hat mir Discolando gefehlt die Woche. Verzeihung, Discord wollte ich natürlich sagen. Also den erreicht ihr am besten über den First Night Disco oder eben der Gux selbst über seinen Twitch-Kanal. Wenn ihr also Interesse habt und Zeit habt, aus der Region kommt, wie gesagt, Essen und Umgebung, Ruhrpott, dann seid ihr herzlich eingeladen, dort teilzunehmen. Freitag, den 16. Juli ab 18 Uhr. Und wie gesagt, Anmeldung ist erwünscht und das Ganze erfolgt natürlich auch nach den örtlichen Hygieneregeln. Das dürfte, glaube ich, jedem klar sein. Das bedeutet, es kann immer sein, dass aus irgendwelchen Gründen sowas kurzfristig auch abgesagt wird, wenn sich die Situation eben irgendwo verändert oder verschlechtert. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt drücken wir alle mal ganz fest die Daumen, dass es klappt und dass auf diese Art und Weise endlich Citizens mal wieder real aufeinandertreffen können. Vielen Dank an Mitch von Heiden und der Gux, die das Ganze organisiert haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Idee sogar auf unserer Bad Taste Party entstanden ist oder zumindest dort auch zu Früchten gelangt ist. Ich freue mich da sehr drüber. Ja, viel Spaß an alle, die mitmachen, und ich gehe jetzt weiter zu unserem Patreon Priority Question. Und ich sagte eben schon mal, dass wir
hier eine Frage hatten, die sich auch auf das Medical Gameplay bezieht, nämlich auf die Tierlevel der Betten. Und zwar die Frage, und ich schätze, dass das von einem Patron kam, der insbesondere so ein bisschen um seine Cutlass Red bangt, aber es ist eine reine Spekulation von mir, werden denn mit dem neuen Medical Gameplay für die Alpha 3.15 die Tierlevel der Betten schon wichtig werden? Und so wie ich das verstanden habe in diesem Calling All Devs, wird das so sein. Ja, das bedeutet, es wird wichtig werden, was für Betten entsprechend ein Schiff tragen kann. So zum Beispiel haben sie explizit erwähnt, die Cutlass Red wird eine Funktion weniger haben danach. Das heißt, sie wird um eine Funktion reduziert, denn man wird in Tier 3 Betten nicht mehr respawnen können. Und das, da die Cutlass Red nur Tier 3 Betten tragen kann, das heißt letztendlich nur für eine Notversorgung und eine Erstversorgung, Notversorgung und dann einen Transport von entsprechend verwundeten Menschen und letztendlich verwundeten Spielern und Avataren gedacht ist. Deshalb wird man dort nicht mehr respawnen können. Und ich gehe davon aus, dass das auch schon für die 3.15 gilt. Ich hoffe natürlich, dass sie dann relativ schnell sowas wie die Apollo und ähnliches nachlegen. Denn, sagen wir mal so, die Cutlass Red war momentan ein echter Gamesaver an vielen Stellen, weil man eben Missionen nochmal machen konnte oder auch unglückliche Umstände damit abfedern konnte, dass jemand mit einer Cutlass Red in der Gegend stand, wo man respawnen konnte. Und solange wir natürlich dann nur auf die großen Schiffe angewiesen sind, bedeutet das eben, dass nicht so viele Leute die Möglichkeit haben, das so einfach zu nutzen. Oder man eben immer eine Carrick oder eine 890 Jump mit rumschleppen soll. Denn auf diesen Schiffen sollte es weiterhin möglich sein. Die sollten so ausgerüstet sein, dass dort mindestens Tier 2 oder gar Tier 1 Betten drinstehen. Also gucken wir mal, aber in jedem Fall deutet es sich so an, dass eben diese Art von Tierstufen mit den Verwundungen und den entsprechenden Respawn-Möglichkeiten für die Alpha 3.15 schon Relevanz hat. Das heißt, man kann sich schon mal innerlich darauf einstellen, dass die Cutlass Red zur Erstversorgung sehr gut geeignet sein wird, aber nicht mehr als Respawn-Punkt funktioniert für die neue Medical-Mechanik. Gut, und damit gehen wir natürlich weiter zu unserer Program-Preview. Da haben wir für euch natürlich als allererstes, darf es nicht fehlen, den News-Alert nochmal zu erwähnen. Es geht ja in unserer Folge hier hauptsächlich um die Alpha 3.14, die jetzt im PTU gelandet ist. Wenn ihr dazu noch Informationen haben möchtet, wenn ihr noch mal genauer haben, als Inhalte haben möchtet, nochmal genauer die Hinweise übersetzt und vorgetragen haben möchtet, was zu beachten ist in diesem Patch und was man eben alles für Fehlerchen machen kann oder wo man in Fehler reinstolpern kann, dann ist der SCB Verse Report, der SCB News Alert hier für euch sehr gut geeignet. Dort ist alles in Kürze zusammengefasst und ihr habt sozusagen euren ersten Absprungpunkt, um dann eben in die Alpha reinstarten zu können. Ansonsten kann ich schon hier eine Ankündigung machen. Jetzt, wenn das Video am Samstag rauskommt, ist der noch nicht da, aber wir haben letzten Donnerstag live auf Twitch mal wieder eine Deeper Look Folge aufgenommen und die kommt am Sonntag. Das ist dann der 11., am Sonntag, den 11.7. ab 10 Uhr könnt ihr die bei YouTube sehen. Das Ganze eine Folge, Teil 1 von 3. Das Tony Zurovec-Video Quantum, Quasar und Virtual AI wird von uns analysiert und in allen Teilen sozusagen auseinandergenommen. Sudo und ich sitzen da zusammen und zwar nicht nur alleine diesmal, sondern mit dem ganzen Chat, weil es wie gesagt ein Live-Recording war und sprechen über diese ganze Geschichte und letztendlich natürlich auch über diesen ersten Teil, wo sich hauptsächlich um Quantum und Quanta handelt. Dann nehmen wir in den folgenden Wochen die Teil 2 und Teil 3 auf, sodass wir dann irgendwann in unserer Deeper Look Serie das komplett gecovert haben und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Wie gesagt, am Sonntag ab 10 sollte das Video dann auf unserem Channel draußen sein. Ja, und ansonsten einfach nochmal ein Hinweis, weil jetzt schon der nächste rausgekommen ist von CAG und jetzt auch von Sudo bearbeitet wird. Wer den Monatsreport noch nicht gesehen hat von Mai, schön zusammengefasst als unsere Formatpremiere, der ist herzlich eingeladen, das zu tun. Monatsreport Mai Star Citizen ist von Sudo erstmals jetzt bei uns auf dem Channel zusammengefasst worden. Ich finde, das hat er super gemacht und ich glaube, er freut sich sehr, wenn ihr ihm ein bisschen Feedback und ein paar nette Kommentare unter dem Video hinterlasst. Bisher war, glaube ich, das gesamte Feedback und was von euch gekommen ist, sehr nett und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir die Reihe fortsetzen und bin sehr dankbar, dass Sudo diese Arbeit übernommen hat, denn ich habe das viele Jahre lang gemacht und ich bin sehr froh, dass er sich jetzt damit beschäftigt. Nichtsdestotrotz, ich gucke mir die Videos auch gerne an, weil letztendlich die Inhalte sind wirklich gut und es ist immer sehr, sehr viel Informationsfeuerwerk da drin.
Aber ich kann jeden verstehen, der die langen Texte nicht lesen möchte. Dafür gibt es ja jetzt dann die entsprechende Sendung dazu, beziehungsweise und das entsprechende Format. Ja, genau. Und dann kommen wir natürlich noch zu unseren Streams. Was haben wir nächste Woche so geplant? Wir werden auf jeden Fall am Donnerstag wieder dabei sein. Das ist dann der 15.07. mit SCB Newsroom. Freue ich mich auch schon sehr darauf, mit Syntoxic wiederzusetzen, denn es gibt eine neue Folge Loremakers Community Questions. Das bedeutet also, das Lore-Team hat wieder Fragen von der Community beantwortet, und wenn ihr schon mal immer wissen wolltet, wo so der Name Loreville eigentlich herkommt und noch viele andere spannende Fragen, dann könnt ihr euch das kommenden Donnerstag bei uns angucken oder eben kurz darauf dann auch bei uns auf dem YouTube-Channel, denn SCB Newsroom exportieren wir dann da gerne hin. Das bedeutet also Donnerstag, 15.07. ab 20.30 Uhr SCB Newsroom und dann natürlich am Freitag, den 16.07. ab 18 Uhr wieder den SCB Verse Report als Live-Recording und wieder mit einer Q&A-Talk-Session. Wenn der Patch dann in Richtung Live-Release geht, das heißt, wenn entweder ein offenes PTU ist für alle oder eben der Patch dann live kommt, dann werden wir auch noch mehr streamen und noch mehr Let's Play dazu zeigen. Bis zum aktuellen Zeitpunkt gucken wir erstmal, dass das Ganze noch ein bisschen stabiler läuft. Ja, und damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Testen, wenn ihr schon die Möglichkeit habt, selbst in die Alpha 3.14 reinzugucken. Ansonsten einfach ein bisschen rumgucken, was die anderen so zeigen, und dann braucht ihr sicherlich nicht lange warten. Dann kriegt ihr selber Zugang, entweder über eine zusätzliche Wave im PTU oder natürlich, wenn der Patch dann einfach live released wird. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ein echtes Highlight und wie gesagt, ein Meilenstein, denn Crusader ist damit vollständig. Es ist das erste vollständige Sternensystem bei Star Citizen. Lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es soweit. Mit diesem Sommerpatch ist der letzte Planet dazugekommen. Delamar ist schon lange wieder in Levski gelandet und die letzte Landezone ist da. Das heißt, das Grundgerüst von Crusader steht, auch wenn sicherlich dieses System noch über Zeiten weiter ausgebaut wird, Landezonen ausgebaut werden, neue dazukommen und so weiter und so fort. Alles, was grundsätzlich in dem System drin sein muss, ist jetzt da. Das ist ein großer Meilenstein, das ist eine Sache, da haben wir vor ein paar Jahren nur von geträumt, dass es mal so weit kommen kann. Insbesondere als die 3.0 irgendwann kam, war das noch weit, weit entfernt und jetzt sind wir so weit und ich freue mich da sehr drüber und bin vor allem sehr gespannt auf euer Feedback und was ihr so über das neue Schiff, die neue Landezone, den neuen Planeten und die neue Technologien darin denkt. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns ein Abo hinterlasst, um gerade immer up-to-date zu bleiben, wenn eben solche Entwicklungen und spannenden Sachen passieren bei Star Citizen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr zu uns auf den Discord kommt und einfach mit uns diskutiert, wenn ihr Kommentare unter das Video schreibt und uns ein Like dalasst, und selbstverständlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt. Das hilft uns hier sehr, diesen Channel und unsere Arbeit hier up-to-date zu halten und ständig dabei zu bleiben. Also vielen herzlichen Dank an alle Supporter und ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich mit See you on the Flight Deck. Sawyer out.